Hallo, ihr Hübschen. Was könnt ihr hier sehen? Schweißausbruch! Totale Veränderung am Körper und im Inneren. Es arbeitet für mich. Jawohl. Und ich kann nur sagen, Leute, ich lasse die Arme unten, dann kann man es nicht so ganz toll sehen. Ich meine, ich könnte mir jetzt ein anderes T-Shirt anziehen. Ich meine, ich möchte auch mal nur mal sagen, also, ich habe gerade meine Menstruation, Leute. Und ich bin voll in der PMS-Zeit. Ich meine, ich habe gedacht, ich wäre in Wechseljahre, weil ich total auch Schweißausbrüche habe. Ich gebe es zu. Ich meine, hallo, sonst, also meine Hände sind eiskalt, Leute. Zwischendurch sind die auch blau. Also jetzt sind die jetzt so hier. Ich hatte mal richtig, also diese, das ist wirklich dann blau. Also vielleicht komme ich irgendwann dazu, dass ich das auch mal filme oder ein Foto von mache, wie meine Hände aussehen, wenn die richtig blau angelaufen oder blau anlaufen. Warum auch immer. Ich meine, das sieht, ich glaube, das liegt an mir. Überhaupt so. Und diese Hände sind richtig kalt und eigentlich ist es mir auch sonst immer sehr, sehr kalt, könnte ich mal sagen. Aber wenn ich mit meinem Hund gehe, ich meine, ich ziehe auch extra viel an, nicht nur viel, sondern ich ziehe so viel an, weil ich dann denke, habe ich jetzt zu viel an oder zu wenig? Ich meine, draußen ist kalt, es regnet, es ist windig und meiner Meinung nach ist es kalt. Also das Empfinden der Frau ist einfach hin und wieder, keine Ahnung, was auch immer. Andere würden sagen, die Frau ist schwanger oder in den Wechseljahren. Aber ich bin halt, ich meine, hallo, das sind einfach irgendwelche Hormone. Was kann ich denn dafür? Ne? Und dann, ich meine, jetzt die letzten 2 Tage, ich meine, ich habe ja schon die, ich habe meine Tage, so. Und da habe ich geschwitzt, ich schwitze und friere gleichzeitig, also fast friere ich gleichzeitig. Ich schwitze und friere. Ich friere und schwitze, mal friere ich, mal schwitze ich. Und jetzt schwitze ich gerade und habe kalte, eiskalte Hände. Also wenn du jetzt hier stehen würdest und du wärst, hättest hier schön warm, so, dann hätte ich jetzt hier so einen kalten, erfrischenden Händchen. Flösschen oder wie auch immer. Füße sind übrigens auch fast kalt, wobei ich habe 2 Paar Socken an. Bisschen dann sind die auch manchmal am Schwitzen. Andererseits sind sie aber immer eiskalt. Also ich habe immer eiskalte Hände und eiskalte Füße. Und was hilft uns dabei? Wechselduschen oder Wechselbaden? Das kann ich euch nur sagen. Aber ich gebe es zu, ich habe es die letzten Jahre und Tage nicht mehr gemacht, weil es mir zu kalt ist. Außerdem, ich meine, aus Versehen passiert es öfters mal, dass ich Wechselduschen, also dass meine Dusche einfach mit mir Wechseldusche macht. Das kann ich auch erklären, warum. Der Druck des Wasserdruckes von ganz unten, wo der Wasser herkommt, also das Wasser, ne, von diesen Rohren und was weiß ich, ist in diesem Haus einfach zu leicht, kann man sagen. So, und dann, wenn dann ein Nachbar duschen geht oder überhaupt einen Wasserhahn aufmacht, ob es heiß, warm oder kalt ist, und du stehst unter der Dusche, dann könnte es passieren, das ist natürlich immer passiert, du hast gerade dein Wasser eingestellt, so, ja, oder ich besser gesagt, ich habe mein Wasser eingestellt, so, dass ich schön, schön heiß oder so in meiner Temperatur dusche. Und dann stehe ich da drunter und habe mich gerade eingeschäumt. Und dann kommt kalt! Das ist das. Wer macht doch den Hahn wieder an? Ja. Okay, ich habe jetzt Wechseldusch gemacht, also fast unfreiwillig oder doch freiwillig, weil ich sag mal, das Universum, also die, das, es macht, es, ich meine, vielleicht sollte ich das ja auch mal einfach selbst von mir aus machen und weniger von den Nachbarn aus, die mir mal kurz weniger. Temperatures Wasser klaut oder irgendwie mir dann so eine eiskalte Dusche schenkt, ja? Ist egal. Nicht egal, ist nicht egal. Also ich meine, hallo? Oh, ich hab mir doch, naja, ist egal. Doch egal, nein! Ich meine, warum ist mir das egal? Ich meine, es ist halt so, Leute. Ich kann nichts daran tun. Es ist halt so, dass ich unfreiwillig Wechseldusche habe. Also es ist egal, welche Tageszeit ich da duschen gehe. Es ist immer so, dass mir dann mal das
schöne Temperaturen Wasser, was ich mir gerade eingestellt habe, geklaut wird. Deswegen gehe ich auch am liebsten baden, weil da, wenn ich dann die Badewanne fülle in meiner allerliebsten wärmenden Temperatur, ja, und dann auch mit ätherischen Ölen, ne, so, Rosmarin, ist das echt entspannt und man kann es richtig schön genießen, so. Aber duschen, das ist hier in diesem Mehrfamilienhaus-Trakt etwas zu Zeit. Ich meine, das ist jetzt seit einem Jahr so oder so. Keine Ahnung. Ich meine, vielleicht war ich auch einfach die letzten Jahre nicht so oft hier duschen. Ich meine, nein, ich gebe zu. Ich meine, ich war immer duschen. Ich meine, auf der Arbeit gab es ja auch Duschen und dann bin ich da duschen gegangen. Wasser muss man ja auch mal irgendwann sparen zu Hause, ne? Aber wo ich dann hier zu Hause war, habe ich ja geduscht. Also mir fällt das halt jetzt extrem auf, weil ich so nicht so oft. Doch, ich bin ja öfters zu Hause und öfters gehe ich hier duschen und bin weniger bei der Arbeit oder im Schwimmbad am Duschen. So viel dazu. Also fällt es mir extrem auf, dass ich gerade freiwillig doch zwischendurch ich danke meinen Nachbarn oder meine Nachbarinnen, die dann mal den Wasserhahn aufmachen und dass ich dann einmal, wenn ich gerade so schön unter meiner warmen Dusche stehe, das ist mir zu kalt. Von Kopf bis Fuß bist du voll kalt mir wird ja gerade wieder kalt. Ich meine, mir ist kalt, aber ich schwitze. Ja, so viel dazu. Und das ist halt der Lauf des Lebens, des Körpers, des Dingens, wie auch immer. Das wollte ich nur mal erzählt haben, weil ich das gerade so gesehen habe, so wie ich gerade so rieche. ja. So. Ich habe ja nämlich schon vorhin ein Video gedreht. Das lade ich natürlich auch hoch, genauso wie das. Und dann mache ich nachher noch eins. Also das hier ging jetzt darum, natürliche Wechselduschen, unfreiwillig oder freiwillig. Also meine Empfehlung ist es, wenn du es auch selber freiwillig machst, ne? Das ist gut für den Blutkreislauf. Blutkreislauf, so. Nicht nur meine Erfahrung, sondern auch mein Wissen, dass einen dann richtig danach warm wird. Und für die Durchblutung sowieso. Jetzt bin ich fertig. Ich bin so fertig. Mit dem ganzen Gerede. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen und ja, der eine oder andere guckt vielleicht im Hintergrund. Die Dame hat ja richtig ein Chaos noch zu Hause. Naja, ist es halt so, Leute. Ich meine, ich räume ja schon aus und räume aus. Ich habe ja gestern, ich gebe zu, ich war gestern bei einem sondern Secondhand-Laden. Da haben wir natürlich wieder ein bisschen was hingebracht. Das eine oder andere wurde nicht genommen, aber ist egal. Der Sperrmüll kommt am Montag. Und da kommt auch noch was drauf, das werdet ihr danach sehen. Ich meine, ich mache kein Video darüber, wie wir hier irgendwelche Möbel nach unten bringen, mein Schatz hier und ich. Sondern eher danach, wie es dann ein bisschen aussieht. Und wie viel ich dann hier weiter geschafft habe. Lasst euch einfach überraschen, wie es dann aussieht. Also ich lasse mich auch selber überraschen. Ich meine, ich freue mich ja schon immer drauf, dass es eine Veränderung gibt. Noch eine Veränderung. Nicht nur eine innere Veränderung, sondern auch eine äußere. Ich habe eine total außenfreudige Veränderung. Ich freue mich so. Nein, dann mache ich gleich ein extra Video. Ich mache ein extra Video. Oh, oder doch nicht. Ich sage es jetzt. Es ist sowieso so lang wieder. Ich habe mich schon wieder bei zwei kostenlosen Online-Kongressen angemeldet. Und ich freue mich darauf. Heute ist der erste Tag bei diesem einen Online-Kongress. Ich werde es euch einfach verlinken. Und morgen fängt das andere Online-Kongress an. Also ich lasse mich mal wieder schön mit vielen Informationen in den nächsten Tagen berieseln. Das geht dann bis zum 14., glaube ich. Oder so, oder 11., 2. Und daher, ich weiß nicht, ob ich dann hier berichten werde darüber. Danach vielleicht, wie es mir gefallen hat oder was es mir gebracht hat oder wie wundervoll es Online-Kongress-TV ich wieder hatte.
Und was mir natürlich auch Freude bringt. Und übrigens, Leute, das ist gratis. Leute, das ist für diese Zeit gratis. Und danach haben die Damen und Herren natürlich auch immer wieder andere Angebote und Preise, die ich auch sehr gerne schätze und auch weitergebe. Und für mich, ich sage immer, nehmt euch das raus, was euch anspricht und was euch anlacht und was euch sagt, so, das ist es jetzt, das muss ich jetzt mir auch noch angucken oder das möchte ich jetzt noch lesen oder das möchte ich mir angucken oder wie auch immer. Ich mache es auch so. Ja, also das ist jetzt so meine Empfehlung von mir. Und ich freue mich auf zwei geile, tolle Online-Kongresse. Ich weiß, dass sie super sind und super geworden sind und super gemacht und hergestellt sind und geworden und wie auch immer. Und das dritte, was ich mich angemeldet habe, ist Kuss aufs Ohr von Michaela Merten. Sie schickt ab morgen bis zum 14.02. WhatsApp-Nachrichten, also Audio-WhatsApp-Nachrichten mit Mediation oder wie auch immer, irgendwas zu. Ich lasse mich schön berauschen und das verlinke ich euch gerne auch, da könnt ihr selber gucken. Und was es bei mir irgendwann gibt, bei mir gibt es hier kostenlos YouTube. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, schon mein Inhaltsverzeichnis für mein Buch fertig oder halb fertig. Es kommt immer was dazu. Und deswegen bin ich auch noch weniger am Schreiben, dass ich das... das wird auf jeden Fall einen dicken Schinken geben. dickes Schinken. Also das hört sich an, Leute. Nein, es wird ein Buch von mir geben in Zukunft. Ja. Und dieses Buch wird es wirklich... Also das Buch kann man in den Händen halten, kann ich euch nur sagen. Also weil ich mag selbst keine E-Bücher und keine PDF-Dateien. Deswegen... Es ist zwar schön und gut, dass viele das so anbieten und auch manchmal auch kostenlose Online-Kongresse. Ich habe mich noch im Online-Kongress angemeldet. Das ist aber ein bisschen weiter weg. Davon werde ich auch noch berichten. Es ist ja, bei mir geht's ab, ne, wie die Post. Nur noch schlimmer. Wenn ich erstmal anfange zu reden, kann ich nicht mehr aufhören, Leute. Ich gebe zu. Also, wenn das euch jetzt weniger interessiert, schaltet aus, geht nach Haus, was auch immer, auch wenn ihr zu Hause sitzt. Es kommt mir gerade so über. Also, ich wollte das nochmal erzählt haben. Also, wenn ich gerade dabei bin mit der Post. Also, diese liebe Postboten und diese lieben Postanbieter und was auch immer, ich wünsche mir, dass ihr ehrlich, oder danke auch, danke, ich danke euch, dass ihr, dass irgendwie die Post, die ich vor Weihnachten zu einer Freundin geschickt habe, mit einem Umschlag und irgendwas noch da drin, dass sie das endlich seit gestern bekommen hat, in einen anderen Umschlag, mit einem Brief von der Post. Wir bitten um Verständnis, dass diese Post erst heute, wie auch immer, gekommen ist, warum auch immer, nicht warum auch immer. Sie hatte mir gesagt, dass irgendein Briefträger keine Lust zum Arbeiten hatte und die ganze Post mit nach Hause genommen hat. Hallo, wenn du keine Lust hast zum Arbeiten, ja, dann sag das doch dein Chef. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie so Leute darüber so das machen können. Ich meine, hallo, ich habe auch die Zeitung ausgetragen, nachts, in der Nacht. Und habe die Zeitung immer dahin gebracht, wo sie hingehört. Nur mal so zur Information. Auch wenn ich keine Lust hatte. Ich meine, das war bei Wind und Wetter und ich hatte minus 15 Grad. Naja. Das ist jetzt nur meine Einstellung, aber die Leute, die das machen, es ist deren Weg und deren Sache. Ja, ist deine Sache, ist ja cool, aber danke schön, dass das irgendwie aufgefallen ist irgendwann und dass meine Freundin endlich die Post gekriegt hat, denn ich warte immer noch auf Post von anderen Leuten und wir haben uns geschrieben über Facebook und hat die mir geschrieben, hast du denn mein Päckchen bekommen mit den Weihnachtsplätzchen? Was? Wo? Wie? Nix da. Dann schreibe ich zurück. Hast du denn meine Karte bekommen und meine Autogrammkarte und meine andere Karte und meine Post und meinen Brief und was weiß ich? Nein. Oh ja, ganz toll, Leute. Dankeschön, sehr freundlich. Also, es ist schade, aber naja. Die nächste Post, die wir jetzt versenden, werden versichert sein. Und ich werde einen Brief dahin schicken mit Rückschein, also mit Einschreiben und Rückantwort.
und hoffe, dass es dann diesmal funktionieren wird. Ansonsten weiß ich auch nicht, muss ich vielleicht ein Päckchen hinschicken oder ein Paket, das dann versichert ist mit einer Versicherungsnummer und dann wie auch immer. Alles andere ist immer angekommen. Ich meine, ich habe letztes Jahr ein paar Bücher verkauft und dieses Jahr auch für 1 Euro, ne? Die sind alle angekommen. Also ich weiß nicht, warum das... Ich weiß nicht, woran das liegt. Wer ist denn dahinter? Wer steckt dahinter? Wer hat diese Post geklaut? Und oder was weiß ich, wohin die gekommen ist? Verdammt! Schande nochmal. Entschuldigung! Das musste doch mal raus. Ja, danke schön. Und auf Wiedersehen. Lasst es euch gut gehen und erzählt mir, wenn ihr auch irgendwie immer noch Post vermisst oder wenn ihr Post verschickt habt und immer noch denkt, so, wieso ist sie noch nicht angekommen? Oder wie auch immer. Ansonsten erzählt mir was von Schweißausbrüchen oder sonst was. Ich bin für alles offen und auch für Ideen, wie ich vielleicht, sollte ich auch so irgendwas da noch runterpacken, so Stofffetzen noch, dass der Stoff, den man unter den, so dass es dann nicht mehr so schlimm aussieht. Keine Ahnung. Ich komme mal wieder auf Ideen, ne? Ist egal. Also lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.